In der heutigen Newsfolge geht es um 4,1 Millionen Zuschauer kamen an die Strecken, weitere Infos zum 2020er Ferrari. In 9 Sekunden geht es los. Hallo Formel 1 Fans und willkommen zu einem weiteren Video. Das Formel 1 Management hat die Zuschauerzahlen für das Jahr 2019 bekannt gegeben. Insgesamt kamen 4.164.948 Zuschauer an die Strecken, welches ein Plus von 1,75% ist. Folgende drei Grand Prix kamen dabei auf über 300.000 Zuschauer: Großbritannien, Mexiko und Australien. 8 Grand Prix kamen jeweils auf über 200.000 Zuschauer, wie zum Beispiel Singapur, USA, Belgien, Ungarn, Österreich und Italien. Die größten Zuwächse gegenüber 2018 waren Kanada, China, Australien, Österreich, Ungarn und Italien. Es gibt weitere Informationen zum 2020er Ferrari. Vor kurzem habe ich schon mal ein Video zum Motor gemacht. Wer das noch nicht gesehen hat, guckt mal oben rechts. Ferrari fehlte 2019 viele vertikale Last, die die Ingenieure jetzt mit einberechnen werden. Die vertikale Last bedeutet, dass man Reifen besser auf Temperatur bringen kann. Außerdem wird Ferrari viele Teile des Singapur-Entwicklungspakets verbauen, welches ihnen half, besser auf dem Kurs zurechtzukommen. Des Weiteren sollen wohl hydraulische Dämpfer eingebaut werden, aber 2021 sind diese verboten. Die Nase und der Umhang sollen komplett überarbeitet werden, damit mehr Luft in den hinteren Bereich des Fahrzeugs gelangt. Kann. Auch am Frontflügel und am Steuergerät für das ERS werden sie arbeiten. Kommen wir zu Mikes Meinung. Eine sehr hohe Zuschaueranzahl, die 2020 noch höher ausfallen wird, wenn kein Training, Qualifikation oder Rennen ausfällt. Die vorhin angegebenen 4,1 Millionen Zuschauer, die zu den Strecken gekommen sind, entsprechen ungefähr die Einwohneranzahl von Melbourne mit ihren 4.203.416 Einwohnern. Ich habe anhand der Daten ein gutes Gefühl beim 2020er Ferrari. Und ihr so? Und nun zum Community-Kommentar. Der heutige Community-Kommentar kommt von Florian067. Er fragt: Glaubst du, dass Mercedes wieder so einen starken Season-Start loslegen wird? Das lässt sich jetzt noch nicht sagen, weil wir erst einmal den Australien- und den Bahrain-Grand Prix abwarten müssen. Dann kann man mit den ersten Prognosen starten. Die Testfahrten im Frühjahr sind für mich eher nichtssagend. Es kommt in der Saison dann so oder so alles anders. Wenn ihr mich jetzt noch supporten wollt, like das Video. Und wer noch kein Abonnent dieses Kanals ist, kann das mit einem Klick auf Abonnieren nachholen. Wir sehen uns im nächsten Video oder ab 20.15 Uhr auf Twitch. Bis dahin, ciao.